Das ist der neue Phenom 2 Prozessor, den wir in diesem Heft testen. Er ist gedacht für den neuen Sockel AM3, einen Sockel, den es allerdings offiziell noch gar nicht gibt, denn AMD hat ihn noch nicht vorgestellt. Bis es soweit ist, ist vorgesehen, den AM3 Phenom 2 im alten Phenom 2 Sockel AM2 Plus zu betreiben, während sich aber der alte Sockel AM2 Plus Phenom 2 nicht im Sockel AM3 für den Sockel AM3 Phenom 2 betreiben lässt. Das ist die Kurzfassung dessen, was uns AMD mit seinem neuen Sockel zumutet. Jetzt folgt die Langfassung. Ein Blick zurück. Ende 2007 brachte AMD den Nachfolger der in Würde gealterten K8-Architektur heraus, den K10, besser bekannt als Phenom, Phenom oder Phenom. Während K8-Prozessoren auf dem Sockel AM2 saßen, verlangte der Phenom nach dem Sockel AM2 Plus. Er lief zwar auch in älteren Mainboards, brachte damit aber nicht seine volle Leistung. Genau wie sein Vorgänger hat auch der Phenom 940 Pins, Sie können gerne nachzählen, und der integrierte Speichercontroller sprach DDR2 Speicher an. Und dabei blieb es auch, als AMD im Januar 2009 den Phenom 2 vorstellte. Der Phenom 2 hat also weiterhin 940 Pins, er sitzt auf dem Sockel AM2 Plus und verwendet DDR2 Speicher. Soweit, so unkompliziert, Verständnis und Prozessorwechsel fallen leicht. Doch Anfang Februar stellte AMD weitere Modelle der Phenom 2 Reihe vor. Sie passen ebenfalls in den alten Sockel AM2 Plus und sprechen mit DDR2 RAM. Aber nicht nur das. Alternativ lassen sie sich auch in neuen AM3 Mainboards einsetzen und dort mit DDR3 Speicher kombinieren. Umgekehrt jedoch funktioniert es nicht. Der Phenom 2 für AM2 Plus sowie der Phenom 1 passen nicht in den Sockel AM3. Obwohl etwa der Phenom 2 940 hier ebenfalls einen DDR3-fähigen Speichercontroller mitbringt, bleibt ihm dieser Speicher verwehrt. Doch was würde passieren, wenn man trotzdem einen alten Phenom 2 wie diesen hier in den Sockel AM3 steckte? Probieren Sie es lieber nicht, denn es wird nicht passen. Der Phenom 2 AM2 Plus hat 940 Pins, der Sockel AM3 jedoch bietet nur 938 Kontakte. Das ist dann auch das einzige äußere Unterscheidungsmerkmal zwischen AM2 Plus und AM3 Phenom 2. Letzterem fehlen 2 Massepins. Wer unbedingt möchte, kann also seinem AM2 Plus Phenom 2 diese 2 überzähligen Pins mit der Zange entreißen, um ihn auf einem neuen AM3 Board samt schnellem DDR3 RAM einzusetzen. Aber Vorsicht, eine Funktionsgarantie gibt es nicht, im Gegenteil, die Herstellergarantie erlischt natürlich. Wir raten von diesem Experiment ab. Bei einem Phenom 1 wäre der Versuch übrigens völlig sinnlos, denn ihm fehlt auch der DDR3 Controller. Aber wie unterscheidet man nun vor dem Kauf, also bevor man Pins zählen kann, einen AM2 Plus von einem AM3 Phenom 2? AMD macht es uns nicht leicht. Auf den ersten Blick scheint alles klar zu sein. Der X4 920 etwa ist ein AM2 Plus Modell, der X4 925 hingegen, der demnächst vorgestellt wird, ist für AM3 gedacht, bei sonst identischen Eckdaten. Genauso verhält es sich mit dem 940 und dem 945. Eine 5 am Ende steht also für AM3. Ja, aber darauf kann man sich leider nicht verlassen, denn der 910er ist auch ohne 5 ein AM3-Modell, genauso der 810 und der X3 720. Nicht leichter machen es uns die Mainboard-Hersteller. Auf der Verpackung des M4A79 Deluxe von Asus etwa wird die Unterstützung von AM3-CPUs angepriesen. Doch welcher Sockel sich nun auf der Platine befindet, ob AM2 Plus oder AM3, ist nicht zu erkennen. Tatsächlich fehlt dieser wichtige Hinweis auf der gesamten Packung. Dass dies ein AM2 Plus Modell ist, erfährt man erst nach dem Auspacken. Beim AM3-Schwestermodell ist es nicht besser. Bleibt zu hoffen, dass AMD es beim AM4 anders machen wird.